Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Karte machen, die leider zu einem eher traurigen Anlass ist. Aber diese Karten braucht man natürlich auch und ich habe es schon längst versprochen, dass ich euch mal wieder eine Trauerkarte zeige und möchte euch heute eine ganz schlichte und schöne, elegante Trauerkarte zeigen. Die ist hier mit dem schönen Embossing und ja, die machen wir jetzt zusammen. Und als Stempelset benutze ich hier Graceful Garden. Als Material braucht ihr gar nicht viel für diese Karte. Und zwar einmal habe ich hier einen Farbkarton in Espresso in den Maß 28 x 10,5 cm, gefalzt bei 14 cm. Ein Stück Vanille pur in dem Maß 13 x 9,5 cm und ein Stück Espresso in dem Maß 12 x 8,5 cm. Und bei unserer Karte, die wir heute zusammen machen, ist der Rahmen ein bisschen anders. Das seht ihr dann gleich. Dann als erstes falze ich mir meine Grundkarte nach. Und klebe mir schon mal mein flüsterweißes, mein Vanille-Pur-Stück auf. Das Ganze mache ich mit Flüssigkleber und mache mir das schön in die Mitte. Und dann kommen wir schon zu unserem Deckblatt. Da lege ich mir jetzt einfach ein Stück Schmierpapier unten drunter, nehme die Farbe Espresso und diesen großen Stempel aus dem Stempelset mit diesem Muster und stempel mir den zweimal quer über mein Projekt. Einmal hier so schräg von unten und einmal hier so bisschen von oben reinlaufend. Genau, und als nächstes wird embossed. Ich habe hier die Rose in Gold embossed. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich sie in Silber mache. Also ich mache sie jetzt in Silber, aber ich denke, dass sie wahrscheinlich in Gold schöner ist. Also ich guck mal, wie das aussieht. Aber ich mache es jetzt auf jeden Fall in Silber. Dann könnt ihr das auch sehen und könnt vergleichen, was euch dann besser gefällt. Und versuche es nochmal, dass ich mit meinem Embossing Buddy über mein Projekt gehe. Und zwar ist es dafür da, dass alle zum Beispiel fertigen Fingerabdruckrückstände vom Papier genommen wird und die statische Aufladung und so kriegt man einfach ein schöneres Ergebnis, wenn man gleich embosst. Und immer wenn man embosst, braucht man die Versamark-Tinte. Das ist eine durchsichtige Tinte, die ist ein bisschen feuchter als die normalen Tinten und mit der gehe ich jetzt über meinen Stempel drüber, über diese wunderschöne Rose aus dem gleichen Stempelset. Und wenn ich alles habe, gehe ich damit schön über mein Projekt. Auch hier bleibe ich ein bisschen drauf, dass die Tinte einziehen kann ins Papier. Und ich möchte auch in die Innenseite noch eine kleine Rose rein embossen. Deswegen mache ich das auch gleich, dass ich mit dem kleinen Rosenstempel mir nochmal Versamark aufnehme. Und mir das dann auf die Innenseite von meiner Karte noch mache. So. Und dann nehme ich mir jetzt eben das silberne Pulver und gehe damit über meine Tinte. Und manchmal hat man da so Reste an der Seite. Ich habe jetzt hier auch vergessen, mit dem Embossing-Buddy drüber zu gehen, glaube ich. Aber es ist irgendwie, ich bin ein bisschen verpeilt heute, glaube ich. Aber die Reste und die kleinen Stellen, wo ich jetzt kein Pulver dran haben möchte, die mache ich einfach mit so einem Pulver, mit so einem Pinselchen weg. Entschuldigt mich bitte heute. Ich bin halt ein bisschen chaotisch, glaube ich. Naja, gehört dazu, muss auch mal sein. Und dann können wir schon mit unserem Erhitzungstool loslegen
und diese Tinte, dieses Embossing-Pulver zum Schmelzen bringe. Ja, und ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist eine totale Eleganz, die dieses Silber macht. Also, jetzt kleben wir uns das Ganze noch auf. Mit dem Flüssigkleber nochmal. Ich streiche mir das jetzt mal kurz mit dem Papierfalter noch ein bisschen glatt, weil durch die Hitze hat sich das Papier leicht gewellt. Aber es ist wirklich auch eine wunderschöne Karte. Ich tue mich jetzt schwer, mich zu entscheiden, was mir besser gefällt. Ich dachte eigentlich, dass das Gold schöner ist, weil es so eine warme Farbe ist. Aber das Silber, das macht eine ganz tolle Eleganz. Und ich finde, da können wir noch ein paar Glitzersteine drauf machen. Jetzt liegt es eigentlich nur an euch, was euch besser gefällt. Müsst ihr auswählen und dann könnt ihr das nachbasteln. Also ich finde die in Silber schon sehr, sehr schön und sehr elegant. Und ich finde, es macht sich gut, wenn man da noch eine kleine Rose reinmacht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen. Auch wenn sie zu so einem traurigen Thema ist. Aber das braucht man halt leider auch immer wieder mal. Und ich wollte sie einfach klassisch und elegant halten. Und ich denke, das ist eigentlich eine schöne Karte dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Drückt dazu einfach diese Glocke und dann kriegt ihr immer eine Mail, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!